Also ich habe ja das erste Gespräch vor 10 Jahren geführt. Da gab es das Gerücht, dass Helmut Dietl einen Film über die New Economy machen möchte. Und ich habe gesagt, gut, ich würde gerne einen schmierigen Banker spielen, der hinten durchs Bild läuft. Und 7, 8 Jahre später rief er an und sagt, Bulli, jetzt hast du Hauptrolle. Und mit Bulli war es prima. Mit Bulli war es, es war wirklich, also fast könnte man sagen, ein Vergnügen. Ich freue mich. Es ist so ein schöner Film. Und so tolle Kollegen. Und ich glaube, das ist kein Film für humorlose Leute. Ich bin ungeheuer neugierig und ich habe alle Arbeiten von Dietl verfolgt. Und für mich ist er mein Lieblingsregisseur. Ich bin sehr stolz, dass ich sogar mal mit ihm arbeiten durfte. Da drin ist es bestimmt wärmer. Das habe ich schon mal erstmal, das ist die Grunderwartung. Nein, aber ich freue mich einfach drauf, das zu sehen und bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wahnsinnig stolz, in diesem Ensemble gewesen sein zu können mit diesem Regisseur. Das war einfach schon grandios. Es verging nicht einen Tag, wo nicht der nächste tolle Schauspieler am Set stand. Und jetzt bin ich ein bisschen entspannt und wahnsinnig glücklich. Ich werde mich heute sehr, in einen sehr, sehr friedlichen Schlaf zurückziehen. Oh.